Wie funktioniert es denn eigentlich, authentisch zu sein? Authentisch zu sein bedeutet natürlich, entsprechend der eigenen Überzeugung und Werte zu handeln. Hopp. Aber auch der jeweiligen Rolle, hopp, und Situation angemessen. Hopp. Das ist nicht immer einfach, denn es sind diese beiden Systeme, die unser Handeln steuern. Der Verstand, hopp, der bewusst arbeitet, hopp, kognitiv, hopp, rational und analytisch ist. Und auch das emotionale Erfahrungsgedächtnis, auch als unbewusstes oder implizites Wissen bezeichnet. Gerade unter Druck und in Stresssituationen ist es wichtig, dass Kopf und Bauch in eine Richtung arbeiten. Dann kann man spontan reagieren und angemessen handeln, so wie man es eigentlich auch möchte. Als Führungskraft, hopp, gefällt mir, dass ich viele Dinge entscheiden und gestalten kann. Hopp, ich kann Ziele entwickeln, hopp, und umsetzen. Hopp. Es freut mich zu sehen, wie Mitarbeiter wachsen. Hui. Ich spreche gern ein Lob aus und gemeinsam feiern wir Erfolge. Hoppa, ja. Hopp, natürlich habe ich auch Verantwortung. Hopp, ich habe eine Rolle übernommen. Hopp, und ich habe bestimmte Vorgaben, die ich erreichen muss. Hopp. Kritik üben oder Konsequenzen ziehen zu müssen, das sind schwierige Situationen, das mache ich eigentlich nicht so gerne. Manchmal muss ich auch Entscheidungen umsetzen, die ich selbst nicht für sinnvoll halte. Da muss ich mich manchmal zwingen. Da fühle ich mich ziemlich schlecht. Das wirkt dann auch nicht so authentisch. Spontan und impulsiv kann ich aber auch nicht handeln. Probleme können dann eskalieren, zu persönlichen Auseinandersetzungen führen und die Atmosphäre vergiften. Wie kann ich nun meinen eigenen Stil weiterentwickeln, so dass er authentisch bleibt? Maja Storch und Frank Krause haben an der Universität Zürich das Zürcher Ressourcenmodell entwickelt. Eine strukturierte, wissenschaftlich gut fundierte und überprüfte Methode, die Kopf und Bauch zusammenführt. In dem Seminar fragen wir als erstes den Bauch, welche Ressourcen er für den eigenen Führungsstil aktivieren möchte. Da der Bauch das Unbewusste in Bildern kommuniziert, wählt er ein Bild aus. Im zweiten Schritt lassen wir den Kopf die Inhalte versprachlichen und prüfen, um ein aktivierendes Mottoziel zu formulieren, welches von Kopf und Bauch gleichermaßen getragen wird. Zuletzt reflektieren wir im Seminar verschiedene Situationen aus dem Alltag, in denen meine Authentizität besonders geprüft wird. Ich fühle mich sicher und spüre meine emotionale Stärke. Auch in schwierigen Situationen. Kopf und Bauch erfreuen sich bester Zusammenarbeit.